Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich hatte heute meinen schlechten Tag, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich heute nach Hause kam und gesehen habe, dass dieses Paket auf mich gewartet hat. Und das ist die Brigitte-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist ja tatsächlich so, dass man ab und an mal wirklich einen schlechten Tag hat und Sammy ist ja schon neben mir und möchte auf mich aufpassen. Ein Schäferhund, wie er leibt und lebt, ne? Ist nämlich ein Schweizer Schäfer. Naja, auf jeden Fall finde ich, dass diese Beautyboxen auch so ein bisschen ja auch dafür da sind, um uns einfach mal so ein bisschen aufzuheitern, aufzumuntern, um uns ein bisschen Me-Time zu geben, ein bisschen, weiß ich nicht, ne? Auch Dinge können glücklich machen, es ist nun mal so. Und ja. Ne? Ich freue mich sehr, dass mir diese Box von brigittebox.de kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um sie halt hier im Video zu zeigen. Und ich darf tatsächlich in diesem Video auch eine Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Und ja, das ist eine Beautybox, die gefüllt ist mit, ich glaube, 10 bis 15 Produkten aus Beauty, Lifestyle, Pflege und immer einen ordentlichen Warenwert hat. Alle 2 Monate erscheint. Inspiriert ist vom Brigitte-Box-Magazin und ja, ne, immer in diesem wunderschönen Karton kommt, den ich wahrscheinlich meiner Kollegin mitbringen kann. Ich habe hier unten, ja, die hat sich hier so ein bisschen gelöst, da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich das ja unten aufmachen, muss es oben nicht aufreißen, aber nee, alles gut, weil sie fragte mich eben tatsächlich, ob ich ihr morgen einen DIN A4-Karton mitbringen könnte. Ich weiß gar nicht, was DIN A4 ist, müssen wir mal nachher gucken. Aber gut, hier haben wir den ersten Blick in den Karton und da linsen wir direkt auf die Box. Wir linsen auf das Brigitte Box Magazin und wir haben hier einen Flyer drin, weil es ja halt eine Kooperation ist, habe ich ja eben schon gesagt. Und hier steht, liebe Claudia, für einen gemütlichen und erholsamen Schlaf ohne jeglichen Sorgen soll dir die neue Brigitte Box traumschön verhelfen. Gute Nacht und angenehme Träume, Maria vom Brigitte Box Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Das passt gerade echt wie Faust auf Auge. Ich glaube, so eine Brigitte-Magazin, das ist doch fast DIN A4, oder? Weiß ich nicht. Ich gucke einfach mal, ne, für meine Kollegin, ob das so passt. Aber das ist das Magazin Fettige Haare, was wirklich hilft. Herrlich fruchtig Rezepte mit Orange und Co. Ach so, für die Haare Rezepte. Okay, Freunde, für immer, wie kriegt man das heute eigentlich hin? Gar nicht so einfach heutzutage, das stimmt. Denn die Leute werden immer oberflächlicher und die Zeit wird immer knapp, um das mal so zu sagen. 3,70 Euro kostet dieses Magazin, wenn man das so im Laden kaufen würde. Und sowas zähle ich halt auch immer zum Wert dazu, wenn ich euch hier die Werte einblende, weil auch das hat seinen Wert. Ne? Du hast hier, oh guck mal, schöne Gutscheincodes drin von Tena. Manchmal hast du hier auch so Produkte. Mit dabei. Ne? Es ist halt so ein wundervolles Heftchen. Wir haben die Brigitte Box, die dieses Mal in Fliederfarben oder Lavendelfarben und Weiß daherkommt. Finde ich immer ganz schick. Ich hätte ja immer irgendwie unterschiedliche Farben, aber immer das einheitliche Design. Den Deckel habe ich jetzt abgenommen. Wow, hier kommt schon Duft raus. So sieht das Ganze aus. Du hast hier ein Seidenpapier, Seidenschleifchen und boah, das riecht nach Zahnpasta hier drin. Huch, nach Minze. Ui, ui, ui. Okay, wir öffnen mal das Seidenschleifchen und den Klebi. Und da haben wir schon das Heftchen, wo drin steht, was drin ist und den ersten Blick in die Box. Und auf der ersten Seite im Heftchen ist ja nochmal beschrieben, worum es so ein bisschen geht. Aber das haben wir eben schon durch die Karte so ein bisschen rausgekriegt, ne? Also so ein bisschen besser schlafen, Schlafqualität verbessern, Sorgen im Schlaf vergessen, sowas in der Art. Und da springt mich auch schon das Erste an. Und zwar habe ich hier eine Schlafmaske drin. Die ist wundervoll. Also dieses Rosé-Goldene finde ich richtig schön. Aber ich habe schon ein paar Schlafmasken tatsächlich jetzt mittlerweile durch die Boxen. Irgendwann habe ich mal gesagt, Mensch, ich hätte aber jetzt gerne in dieser oder dieser Box eine Schlafmaske drin gehabt. Das hätte gepasst. Jetzt mittlerweile habe ich so viele gekriegt. Das ist echt der Wahnsinn in Tüten, ne? Das ist tatsächlich auch in einer Tüte. Finde ich ganz niedlich. Also, ne, ich habe damals, als wir in der Mietwohnung gewohnt haben, 2 Fenster im Schlafzimmer gehabt. Das große Fenster hatte eine Jalousie und das kleine nicht. Und das hat mich auch immer wahnsinnig gemacht. Und da habe ich sowas auch tatsächlich öfters mal verwendet. Oder wenn ich damals im Zeltlager war, hat man sowas auch mal wohl mal ganz gerne verwendet. Aber jetzt so mittlerweile brauche ich es nicht mehr unbedingt. Vielleicht, wenn man über Tag mal schläft oder so. Mache ich aber auch eher selten. Aber ne, ist ganz nice to have. Oder wenn man mal irgendwo auswärts schläft oder so, ist es, glaube ich, auch eine ganz coole Geschichte. Hier haben wir das nächste Produkt und das sieht schon mal ganz cool aus. Day Planners 2020, 12 Month. Ja, ein 12-monatiger Kalender. Ach, guck mal, den hatten wir doch auch schon mal. Da
kommt mir bekannt vor. Hatten wir den nicht letztes Jahr im Brigitte-Box-Adventskalender, Leute? Jetzt nicht als 2020-Adventskalender, Quatsch, nicht als 2020-Kalender, sondern als 2019-Kalender, glaube ich wohl, ne? Und das ist halt so ein kleiner im, ich würde mal sagen, A6-Format, wo du dann hier auch die Wochentage und so drin hast. Finde ich ganz schön. Ich finde auch das Design sehr, sehr hübsch, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Dann hast du hier auch noch so ein Gummiband, um das Ganze entsprechend festzuhalten. Finde ich auch schön. Also das ist wirklich eine coole Geschichte für die Handtasche. Weil für meinen YouTube zum Beispiel hier habe ich einen, der ist viel, viel größer. Den brauche ich auch, wenn ich so meine Ideen draufschreibe, Ideen für Videos und so, ne? Deswegen, dafür ist er dann zu klein, aber für die Handtasche ist er ganz cool. Da kannst du auch so, ne, anstatt das immer ins Handy einzutragen, dann hier vielleicht auch mal die Geburtstage eintragen oder was du so über die Woche machst. Das finde ich ganz cool. Hier gucken wir jetzt mal weiter. Das finde ich ja klasse. Den habe ich schon mal gehabt. Von Teekanne. Harmonie für Körper und Seele träum schön. Von Teekanne haben wir tatsächlich auch sehr, sehr gerne den Magenfeintee. Und den träumschönen Tee hatten wir auch schon mal. Und ja, der schmeckt wirklich ganz lecker. Ist halt tatsächlich auch ein bisschen so eine Kräutermischung und hat halt auch so ein bisschen was von diesem Lavendel, den du halt da drauf auch siehst, auf den einzelnen Viechern. Melisse, Kamille, Beutel, genau. Melisse, Kamille und Lavendel bilden die genussvolle Basis für Teekanne träumschön. Zitronenverbene und feine Minze sind erfrischend im Geschmack. Und Lindenblüte und Salbei geben dem Tee seine Raffinesse. Teekanne, gut fühlen, schmeckt. Kann ich unterschreiben, ich mag die Tees von Teekanne gern. So, dann haben wir etwas. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Von CD Aloe Effekt, intensive Nachtcreme für anspruchsvolle Haut. Ja, ne, 50 ml hat dieser Tiegel. Das ist eine Nachtcreme, das finde ich ganz cool. Und achso, hier gibt es noch ein paar andere Produkte, die man aus der Reihe sich holen könnte. Ich glaube, CD hat auch recht cleane Inhaltsstoffe oder so, aber nagel mich nicht drauf fest. Hat immer ein ganz schönes Design, ne? Das ist halt so ein Pöttchen. Ich glaube, da habe ich auch schon das ein oder andere von. Auf jeden Fall als Augencreme habe ich das, glaube ich, auch. Dann würde das super passen. Ja, mit Aloe Vera, da muss ich immer an Vanessa denken, Mrs. Rosa Roth. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte mit Q10. Also in dem Sinne ist es dann ja auch quasi gegen die Hautalterung. Ja, hier steht es auch. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich bin so ein Werbeopfer, oder? Man kennt so gut wie jeden Slogan. Und das ist reichhaltig, hat halt eine Anti-Aging-Formel mit dabei, Aloe Vera-Saft, soll die Haut regenerieren lassen und ist für anspruchsvolle Haut. Und während der Schlafphase soll alles toll werden mit Feuchtigkeit und was nicht alle. Finde ich ganz cool und dann bist du halt ganz entspannt am nächsten Morgen. CD-Reinheitsgebot, nur ausgewählte Inhaltsstoffe, siehste? Das hatte ich doch irgendwie im Kopf. Ohne synthetische Farbstoffe und ohne tierische Inhaltsstoffe. Auch das wird wahrscheinlich für manche ziemlich interessant sein, denn es ist halt ein veganes Produkt, ne? Und CD engagiert sich gegen Tierversuche. Auch das ist sehr, sehr positiv und charmant für die Firma, finde ich. Ja, Daumen hoch an dieser Stelle. Gut, dann habe ich hier ein Produkt, das hatte ich schon mal. Nee, das habe ich jetzt gerade als Spülung. Und hier ist die passende Haarkur dafür. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der Hand gehalten und dann irgendwie weitergegeben. Von Pure 97 mit Enzian und Quellwasser. Der Geruch ist wirklich gewöhnungsbedürftig, ne? Ich habe das jetzt in täglicher Anwendung, außer dienstags und freitags, weil da benutze ich eine Haarkur. Ohne Silikon, es ist vegan, es ist mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen und 3% Textur und Haltbarkeit, keine Ahnung. Ja, eine sanft pflegende Haarmaske, glutenfrei, finde ich auch interessant. Und als Spülung finde ich das wirklich gut und angenehm. Und es ist halt auch wieder ein natürliches Produkt, das finde ich auch sehr, sehr charmant, ne? Sagst du nichts gegen. Also wie gesagt, der Duft ist wirklich gewöhnungsbedürftig, weil er doch sehr intensiv ist, finde ich. Sehr schwer und sehr, ja, Lavendel, ja, nicht Lavendel, aber ne, du riechst halt dieses, ich weiß nicht, wie Enzian riecht, aber wenn Enzian so riecht, dann riecht Enzian schwer. Ja, aber es riecht halt für mich auch so ein bisschen nach Lavendel, weiß ich nicht. Ne, wäre so halt meine Geruchsbeschreibung, wenn ich jetzt nicht Enzian lesen würde über dieses Produkt. So ein bisschen. Dann habe ich hier von Jean Darcel Venus Tee Gommage Délicieux Corp. 100 ml, das ist eine Körpergeschichte, weil Corp ist Körper. Perfecting Body Scrub. Ja, ein Körperpeeling, was alles perfekt, hier steht es auf Deutsch. Hautverfeinerndes Creme-Peeling mit pflanzlichen Peelkörpern für eine widerstandsfähige, streichelzart, glatte Haut. Natürliche Öle sorgen für eine extra Portion Pflege. Sehr charmant, sehr cool. Ja, ich weiß jetzt nicht, wonach du riechen sollst.
cremig. Hat auch was Parfümiertes mit dabei, also das wird auch riechen, das ist nichts, was du quasi nicht auf deiner Haut riechst. Ich weiß jetzt nicht, wo mit diese Peeling-Partikel dann sein sollen, wenn das aus pflanzlichen Geschichten ist. Hier steht irgendwas mit Zellulose, sind da dann Papierschnipsel drin oder so. Jojoba, aber es riecht angenehm, also den Duft mag ich auf jeden Fall. Oh ja, iChock Expedition Sunny Almond, das ist eine Schokolade. Sie ist vegan, dunkle Mandel-Nougat mit Crisp, mit Kokosblütenzucker. Das ist dann extra gesund, ich weiß es nicht. Zum Vergleich, es hätte pro 100 Gramm 584 Kilokalorien und 50 Gramm sind hier drin. Wow, ja, ich esse mir mal ein Stück. Ne? Das ist halt eine Tafel. So, schaut die aus. Ich mag Mandeln, ich mag Crisp, ich mag Nougat, ich mag so viel. Nur halt nicht so gerne dunkle Schokolade. Jo, so schaut es aus. Das ist ein Stück Schokolade, Claudi. Was zeigst du da? Ich finde, so zu Anfang des Jahres bekommen wir auch immer ziemlich viele so Beauty-Seren und Gesichtsseren. Und hier haben wir auch wieder eins drin von Flora Mare. Flora Mare ist genau wie M. Asam. Vermehrt jetzt auch in solchen Boxen drin. Finde ich super interessant. Meereselixier. Ist das? Ja. 30 Milliliter ist hier enthalten. Ist auch nur 6 Monate haltbar. Ja, das sieht schön aus, ne? Das ist mit so einer Pipette, das finde ich ganz cool. Und das gibst du dir morgens und abends einfach auf dein gereinigtes Gesicht. Ist Glas, glaube ich, ne? Hört sich an wie Glas. Ja. Das sieht schon mal ganz cool aus. Riechen mache ich jetzt, wie gesagt, nicht, weil das nur 6 Monate haltbar ist. Schön mit einer Pipette, das gefällt mir auch ganz gut. Und sowas ist auch gar nicht so günstig, ne? Deswegen eine ganz coole Nummer. Weil ich stehe ja drauf, wenn in Boxen Produkte drin sind, die ich mir so im Laden nicht unbedingt kaufen würde, aufgrund von recht hoher Preis. Deswegen stehe ich auf Boxen. Die Power des Meeres, reich an hochkonzentrierten Mineralien und wertvollen Spurenelementen wie Calcium, Magnesium, Zink, Mangan, spürt man sofort nach dem Auftragen die Feuchtigkeit spendenden Eigenschaften. Eine wahre Wohltat für ein samtig zartes Hautgefühl und ein strahlendes Hautbild. Ich stehe auf solche extremen Produktbeschreibung heute. Damit hat man mich ja, ne? Diese Schlagwörter. Buff, kabäm. Finde ich cool. Logodent, Naturkosmetik. Och bitte. Och bitte. Ich habe doch eben gesagt, das riecht hier nach Zahnpasta, ne? Hier ist eine vegane Zahnpasta drin, da sage ich auch nicht mehr allzu viel. Ich finde einfach nur, dass Zahnpasten in Beautyboxen nichts zu suchen haben. Nichts gegen die Firma, die können da ja nichts für. Aber ich finde einfach, dass nichts in der Beautybox zu suchen hat. Complete Protection Daily Care Peppermint Toothpaste, ne? With extra refreshing organic mint. Es ist vegan, es ist alles freundlich. Certified Natural Cosmetics, auch das freundlich. Aber wir haben hier eine Beautybox, Leute. So, dann haben wir hier ein Produkt drin von Polar. Und Polar ist auch immer mal wieder jetzt in den Beautyboxen mit drin gewesen. Mit Tagescreme, mit Nachtcreme. Ich glaube, Handcreme hatten wir auch schon drin. Und jetzt haben wir hier eine Nachtmaske mit drin. 25 Milliliter sind hier enthalten. Und das trägst du dir einfach auf wie eine, also wie halt, also eigentlich trägst du dir Nachtmasken so auf, dass du dir einfach ein bisschen wie eine Nachtcreme aufgibst, ein bisschen dicker vielleicht. Und dann zieht es halt über die Nacht ein. Ich bin Bauchschläfer. Und ich habe da immer mein kritisches Gefühl mit bei gehabt. Aber mir haben jetzt so viele geschrieben, Claudi, versuch's einfach mal. Und ja, sie haben recht. Ich muss da keine Angst vor haben. Das heißt, mein Gesicht klebt nicht am nächsten Morgen im Kissen drin. Ne? Das ist schon mal ganz gut. Stressige Haut soll da entsprechend revitalisiert werden. Und feuchtigkeitsarme Haut soll wieder Feuchtigkeit bekommen. Dann sollen von Nacht zu Nacht Toxine, also Gifte, eliminiert werden. Das finde ich auch interessant. Alles wird weicher, regeneriert, revitalisiert. Und das sieht auch dann angeblich sichtbar jünger aus, weil die Brigitte-Box ist auch eher für die Frauen, weiß ich nicht, ab 35 oder so. Aber ich bin 30 und ich fühle mich doch deutlich angesprochen von den Produkten. Also von daher, ne, ich finde schon, dass ich in die Zielgruppe mit reinpasse. Und die riecht sehr, sehr angenehm hier durch. Oh, sehr sanft, sehr cremig. Last but not least haben wir von Sante Cosnur Naturkosmetik hier eine Maske mit drin. Care for you and the world. Okay, matt und glatt. 3-in-1 Multimasking und das ist mit Evermatt, Paracresse und Bio Inca Inchi Öl. Mhm. Und das trägst du dir auf die verschiedenen Partien der Haut auf und jede
Maskenart von diesem Dreierbandel, gibt dann seine entsprechende Pflege ab. Also das ist, um die T-Zone zu mattieren, die Augenpartie zu glätten und den Wangenfeuchtigkeit zu spenden. Und das ist cool. Ich glaube, die werde ich wirklich heute Abend mal testen und auf Instagram teilen. Das war echt eine coole Box, wo mir jetzt so ein bisschen natürlich so, ne, weil ich bin halt ich, ein bisschen fehlt mir natürlich so diese dekorative Kosmetik. Das hast du ab und an mal in der Brigitte-Box mit dabei, aber jetzt auch nicht so viel wie in anderen Boxen. Das heißt, die Brigitte-Box würde ich auch eher als Pflegebox bezeichnen. Ja, aber ich fand sie gut. Also mir hat sie gefallen und ich denke auch werttechnisch liegen wir hier gar nicht mal so gering. Also ich denke schon, dass wir hier über 100 Euro liegen werden. Erfahrungsgemäß ist das auch immer so. Ich bin auf jeden Fall glücklich. Doch. Also das waren echt coole Produkte. Ich freue mich schon, die Schokolade gleich aufzuessen. Auch wenn die halt eine dunkle Schokolade ist. Aber komm, egal. Es ist Schokolade, oder? Ja. Ich werde Spaß dran haben und mich dann entspannen können und so. Ist ein bisschen so ein Catcher hat mir schon irgendwie gefehlt, aber keine Ahnung, was da hätte mit reingemacht werden. Ein Traumfänger wäre geil gewesen. Den hätte ich gefeiert, wenn da so ein Traumfänger drin gewesen wäre. Ist aber auch nicht jedermanns Sache, ne? Ist nur so ein persönliches Claudi-Ding. Ihr Lieben, mir hat's gefallen. Ich bin glücklich und ja. Wenn es dir auch gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!